How does it feel? Like it's someone else's. It isn't. Der Schild von Captain America spielt eine unfassbar wichtige und zentrale Rolle in The Falcon and the Winter Soldier. Sam akzeptierte ihn bereits in Endgame, nur sehr zögerlich und nur mit den Worten, dass es sich anfühle, als würde er jemand ganz anderem gehören. Der alte Steve erwiderte darauf aber damit, dass er das eben nicht tut. Er gehört Sam. Wir sagen das seither immer nur als Übergabe dieses Mantels und quasi, ich gebe dir jetzt diesen Schild und der gehört jetzt dir. Doch. Was ist denn, wenn das der alte Mann hier in Rätseln spricht? Wenn das gar nicht so gemeint war, wie wir das interpretieren? Was, wenn er es wirklich wörtlich meint? Das ist nicht Caps Schild, sondern Sams Schild. Ich habe da nämlich eine kleine Theorie und diese hängt direkt mit der Zeitreise von Captain America in Endgame zusammen. Meine Theorie ist, dass das Sams Schild ist, aber nicht von diesem Sam, sondern einem Sam der parallelen Zeitlinie, dessen Wunsch es war, dass der andere Sam es nach seinem Tod bekommt. Okay, das klingt komplett weird und verwirrend. Lasst mich erstmal erklären. Mein Name ist Luke, das hier ist eine neue Fantheorie auf Nerd Factory und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Und ja, meine Haare sind kürzer. Ich habe meinen Bart auch abrasiert, ich sehe wieder aus wie ein Mensch. Wenn ihr uns supporten wollt, dann abonniert doch jetzt den Kanal, liked das Video und schreibt, nachdem ihr das Video gesehen habt, einen Kommentar mit eurer Meinung zu dieser Theorie oder eurem Ansatz, einem anderen Ansatz der Theorie. Außerdem könnt ihr uns natürlich auf Patreon und hier direkt über die Mitgliedschaft auf YouTube supporten oder unseren Merch wie das Falcon and the Winter Soldier Shirt, was nur noch bis Ende der Serie da ist, auf merch.nerdfactory.tv kaufen. Nun aber genug von der Werbung und los geht's mit dem Video. Bevor ich euch genau erkläre, was ich mit den Parallelen Sam meine, muss ich, glaube ich, ganz kurz nochmal Endgames Zeitreiseprinzip hier anreißen, damit alle das verstehen. Denn dieses setzt für das MCU eine ganz bestimmte Regelung fest. Du kannst deine eigene Zeitlinie niemals verändern, da alles, was dich dazu bringt, durch die Zeit zu reisen, also deine ganze Vergangenheit, nicht verändert werden kann, ohne ein Paradoxon auszulösen. Stellt euch die Zeitlinie eines jeden Lebewesens als eine Gerade vor. Selbst wenn diese sich also nach hinten zwirbelt, um etwas zu verändern, kann alles, was in ihr geschehen ist, nicht verändert werden, was bisher geschehen ist. Jede Veränderung der Vergangenheit innerhalb dieser Zeitlinie lässt eine neue Zeitlinie ab diesem Zeitpunkt entstehen, indem die Ereignisse entsprechend der Veränderung danach anders ablaufen. Das bedeutet, dass der Cap, der hier jetzt zurückgereist ist, eben nicht sein Leben lang in der Hauptlinie versteckt gelebt haben kann. Das geht überhaupt nicht. In dem Moment, in dem Steve die Zeitlinie dann in 1945 betrat und dann mit Peggy leben wollte, veränderte er diese in eine neue, separate Linie, in denen die Ereignisse komplett anders abliefen als in der uns bekannten Linie. Aufgrund dieser Basis kann er einfach gar nicht die ganze Zeit in unserer bekannten Hauptlinie als Peggys Ehemann gelebt haben. Das lässt der gesamte Plot von Endgame und die Erklärung, warum die Zeitreisen so funktionieren, wie sie funktionieren, absolut nicht so. Wir müssen also davon ausgehen, dass Cap nach 90 Jahren oder einem erfüllten Leben in der parallelen Zeitlinie entschieden hat, erneut durch den Quantum Realm in seine Hauptzeitlinie zurückzureisen, an diesen Punkt, wo er sich auf die Bank setzt und dann eben das Schild übergibt. In der parallelen Zeitlinie, und das ist auch wichtig, da gab es zwei Steve Rogers. Einen eingefrorenen und einen, der dahin gereist ist. Wie sich das auf diese Zeitlinie auswirkte, das ist vollkommen offen. Da es aber Steves genereller Gedanke war, den Titel hier abzulegen, denke ich auch nicht unbedingt, dass er in der anderen Zeitlinie jetzt quasi weiter den Avenger gemacht hat, sondern einfach das Ganze sein Leben lang ignoriert hat, dass Bucky beispielsweise von Hydra zum Winter Soldier gemacht wurde und Co., weil er wusste, dass die Zukunft das alles regeln wird und er das nicht jetzt machen muss. Andererseits ist das aber genau das, was gegen Steve Innerstes geht. Also eventuell hat er dort einfach ab den 40ern doch wieder weiter den Captain America gemacht, weil eben sein Charakter es nicht erlaubt eigentlich. So wie Tony Stark zwar sich niedergesetzt hat und seine Familie gegründet hat, aber trotzdem weiter Iron Man Suits gebaut hat. Letzteres würde tatsächlich auch zu unserer Theorie ein bisschen besser passen, denn dieser Schild, den er hier mitbringt, das ist eben nicht der Schild, welcher seit dem ersten Captain America uns bekannt ist. Offensichtlich nicht. Er ist an sehr vielen Stellen komplett anders und das lässt mich auch glauben, dass es wohl möglich eben das Schild eines anderen ist. Eben nicht das Schild, der Schild von Steve Rogers. Entschuldigung, ich verwechsel immer der und das, der, das ist die dreiste Schild. Ich weiß, ihr schreibt das immer alle. Was auch immer der Ablauf der Dinge in der anderen Zeitlinie war. Ich glaube, als Steve sagte, dass der Schild eben nicht jemand anderem gehöre, sondern Sam,
war das nicht gelogen. Dieser Schild hier gehört sehr wahrscheinlich dem Sam Wilson, Captain America, aus der anderen Zeitlinie. Und ich denke, der Grund, weshalb der alte Cap ihn jetzt hierher in diese neue Linie bringt, ist, weil er in der anderen Linie gesehen hat, wozu Sam in der Lage sein kann, welch Heldentum er beweisen kann und vielleicht sogar, wie viel besser er sogar in der Rolle des Captain America, Sam, ist, als Steve es hier sein konnte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Steve hier auch nicht aus dem Jahr 2023 seiner anderen Zeitlinie kommt, sondern vielleicht ein bisschen weiter in der Zukunft danach. Vielleicht erlebte er dort, mit welcher gewaltige Bedrohung nach Thanos noch auf die Avengers zukommt. Ich denke da explizit an Leute wie zum Beispiel Kang the Conqueror und dass die Erde, die er zurückließ, Captain America, Sam Wilson eben braucht, um gerettet zu werden. Das stellte er vielleicht erst fest, als diese Zeit in der anderen Zeitlinie gekommen war. Um diesen Prozess eben einzuleiten, brachte er dann den Schild von Sam, vermutlich nachdem dieser sich in der anderen Zeitlinie für das Wohl aller geopfert hatte, zu seinem Sam in unserer Hauptlinie zurück, um auch hier den Prozess einzuleiten, der dann später dazu führte, dass er Kang the Conqueror besiegen konnte. Und ich weiß, viele von euch finden diese Zeitreiselinien sehr verwirrend und doof. Es ist auch kompliziert. Aber überlegt mal, in Loki lernen wir die Time Variance Authority kennen. Und für den nächsten Ant-Man ist auch bereits Kang the Conqueror als Antagonist bestätigt. Die TVA befasst sich mit genau solchen Paradoxen, nicht wirklich Paradox, aber mit solchen quasi Ungereimtheiten in anderen Zeitlinien, wie beispielsweise zwei Steve Rogers. Außerdem steht ja auch noch Multiverse of Madness an und in diesem ganzen Zusammenhang. Diese ganzen Dinge werden auf kurz oder lang in die Young Avengers dann einlaufen, die uns ja auch jetzt eigentlich schon fast alle vorgestellt wurden. Und der Plot dieser in den Comics ist auch wieder eine Story rund um Immortus Nathaniel Richards und eben Kang the Conqueror, dass eben auch Sam und Bucky eine Verknüpfung hiermit jetzt haben, also ihre Show, das ist eigentlich gar nicht so weit weg von dem, wovon man ausgehen muss, denn irgendeine Verbindung haben die Sachen immer untereinander. Und den zeitreisenden alten Captain America, welcher im Grunde ja den gesamten Prozess, um den es in dieser Serie jetzt bei den Charakteren und deren Entwicklung geht, gestartet hat, hier als einen integralen Bestandteil zu nutzen, um eben die Verknüpfung zu der Zeitreisegeschichte um Kang the Conqueror zu ziehen, bietet sich eigentlich nur sehr an. Abgesehen davon, dass wir eben auch gar keine Erklärung vom alten Cap bekommen haben, warum, weshalb, wieso der Schild anders aussieht und neu ist und warum jetzt Sam ihn bekommt und was er die ganze Zeit gemacht hat, wo er überhaupt herkommt, warum er jetzt auf dieser Bank sitzt und alt ist, denn eigentlich können Super Soldier nicht altern. Ich denke, dass es bei Weitem auch genug an Hinweisen hier zusammen gibt, um zu behaupten, dass Caps Wortkargheit hier vielleicht daran liegt, dass er die Zukunft kennt und aus dieser kommt und einfach weiß, welche Bedrohungen noch auf die Erde aufmerksam werden und wie wichtig es ist, dass Sam seine Entwicklung durchmacht, um zu Captain America zu werden, genauso wie Bucky seine Entwicklung hier durchmachen muss. Möglicherweise befinden sich in diesem Schild auch noch einige technische Gimmicks, die wir bisher einfach nicht gesehen haben. Irgendein Grund wird diese Mehrteiligkeit, das innere Schild vom äußeren Schild auch haben. Irgendwas wird da noch passieren, denke ich. Das ist nicht einfach so da. Das war's aber soweit mit meiner Theorie. Ich glaube, dieser Schild gehört definitiv Sam und nicht Cap. Und das wird eben der Grund sein, weshalb Sam ihn am Ende dann eben doch kriegt oder behält, um eben zu seiner eigenen Version des Captain Americas zu werden. Steve wusste das und war deshalb absichtlich sehr wortkarg, als er zurückkam, um eben den Zeitablauf nicht zu verändern. Denn wie Tony Stark in Endgame schon sagt, das könnte möglicherweise wirklich schon der erste Hinweis darauf gewesen sein, dass der alte Captain America hier nur so alt ist, weil er nicht aus 2023 seiner anderen Zeitlinie kommt, sondern aus der fernen Zukunft dieser nochmal. Wie gesagt, das war's mit meiner Theorie. Ich danke euch fürs Zuschauen. Was denkt ihr denn davon? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten habe ich hier noch ein weiteres Video und den Abo-Knopf. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Rinja hauen.